Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Banger Rebellion Box von Casey Rebel. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Banger Rebellion aus dem Jahr 2013. Wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien und uns dann im Detail ansehen. So. Also, wie wir schon auf den ersten Blick sehen können, handelt es sich hierbei um so eine klassische Amazon-Box, mehr oder weniger eine Bundle-Box, wie sie damals noch verkauft wurden, bevor die ganzen Boxen wirklich individuell gestaltet wurden. So sieht das aus. Also wir haben rundherum schlichte Kartonoptik, auch auf der Rückseite. Und dann haben wir hier einen einfachen Aufkleber auf der Front. Und zwar haben wir einmal Casey Rebel Banger Rebellion Amazon Edition, Shirtgröße L. Und dann haben wir hier die Informationen zum Inhalt. Zweimal CD, Poster, T-Shirt, handsignierte Autogrammkarte und Banger Musik Aufkleber. Barcode und Credits am Start. Es war das erste Album, das Casey Rebel bei Banger Musik abgeliefert hatte, denn er wurde im März 2013 bei Banger Musik unter Vertrag genommen und im Mai 2013, also knapp 2 Monate danach, dann wurde dieses Album veröffentlicht. Also sein Einstandsrelease sozusagen bei Banger Musik. So, wir haben hier einmal einen Infozettel, einen Tourflyer zur Auf die Linke Tour von Summer Jam und Casey Rebel. Summer Jam ja damals mit Sucuk und Champagner unterwegs und Casey Rebel hier mit Revolution, also die waren hier gemeinsam auf Tour. Dann haben wir eine Autogrammkarte, den Sticker, ein Poster, dann das Album Banger Rebellion in dieser Premium Edition, in diesem Premium Super Jewel Case. Und dann natürlich das T-Shirt. Die Box von innen schlicht in Braun gehalten, also einfach nur Karton. Machen wir das Ganze mal zu. So. Und auf die Seite. Okay, nachdem das Shirt und das Album hier noch verpackt sind, werden wir das mal aus der Folie befreien. Und zwar haben wir hier einmal das Album, welches noch eingeschweißt ist. Und dann natürlich das Shirt. Gut, nachdem wir jetzt alles aus der Folie befreit haben, fangen wir wie immer an mit dem Album an sich. So sieht das aus. Casey Rebel, Banger Rebellion. Darüber lesen wir noch. Banger Musik präsentiert und limitierte bzw. Limited Amazon Edition. Ja, Super Jewel Case in Übergröße ist das. Und ja, ist immer so eine Sache. Also einerseits ist es natürlich schön, so etwas Außergewöhnliches in den Händen zu halten. Es ist relativ selten in Boxen, dass so etwas hier verwendet wird. Allerdings ist es mir deswegen nicht ganz so recht, weil es halt im Regal mühsam ist, weil einfach alle CDs, ob Digipacks oder Super Jewel Cases, mehr oder weniger dieselbe Größe haben und das hier dann deutlich zu groß ist, um es in die dafür vorgesehenen Fächer aufrecht reinzustellen. Aber ich werde auf jeden Fall einen Platz dafür finden. Gut, auf der Seite lesen wir 2 CD Casey Rebel Banger Rebellieren. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist des Albums. Und zwar haben wir 17 Tracks an der Zahl, plus 2 Bonus-Tracks, Amazon-Bonus-Tracks und jede Menge Features. Wir haben Features von Farid Bang, Raf Kamora, Schwester Eva, Vega, PA Sports, nochmals Farid Bang und Summer Jam. Also hochkarätige Features am Start. Amazon Edition lesen wir hier wieder mit dem weiteren Inhalt. Okay, Sticker und Autogrammkarte hier nicht angeführt, spannenderweise. Und hier noch ein Barcode. Das Ganze auch hier beschriftet.
geht dann hier auf. Und dann haben wir, nachdem ja das Ganze in Übergröße ist, haben wir dann auch noch das Booklet in entsprechendem Format. Und dieses Design, also Banger Rebellion, erinnert ja sehr stark so an Terminator von der Optik. Wurde hier wirklich durchgezogen, also hier auch diese ganzen digitalen Elemente, diese Biomechanik schön gemacht. Und auch natürlich der Schriftstil und die ganze Textgestaltung. Wir haben die einzelnen Tracks inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, wer gefeatured wurde, wer das Ganze produziert hat. Und eben diese Technik, Booklet, Fotoelemente hier. So sieht das aus. Banger Musik zum Abschluss. Das Label mit dem Boxhandschuh. Dann haben wir die CD an sich. So sieht das aus. Casey Rebel, Banger Rebellieren in Schwarz und Türkis. Und das gefällt mir richtig gut, dass man die CD eingefärbt hat in Schwarz. Ich bin Riesenfan, wenn das nicht so dieses klassische Silber ist, sondern wenn man die CDs einfärbt in Schwarz, in Rot, wie auch immer. Gefällt mir sehr gut. Und auch die zweite CD, auf der sich die Instrumentals befinden. Diese wurde ebenfalls eingefärbt in Schwarz. Schöne Sache. Und dann haben wir hier zum Abschluss noch so eine schwarz-türkise Skizze, mehr oder weniger. So, dann haben wir einmal den Sticker, quadratisch in weiß und schwarz, das Logo von Banger Musik inklusive Schriftzug. Großer quadratischer Sticker. Dann eine Autogrammkarte im Querformat und hier wurde mit schwarzem Stift unterschrieben Casey Rebel und eben dieser hier mit Cap abgebildet. Rückseite blank weiß, schön gemacht. Dann, ja, nicht wirklich ein Boxinhalt, aber hier dieser Tourflyer, dieser Infoflyer zur Auf die linke Tour von Summer und Casey. Und dann haben wir noch ein Poster, dieses im Hochformat. Und hier haben wir wieder das Cover des Albums abgebildet, Banger Rebellieren. Und darunter dann die Credits, spannenderweise hier zum Abschluss mit so einem weißen Rahmen. Der ist oben oder an der Seite nicht, wirklich nur unten. Also das Ganze im Hochformat, einseitig bedruckt. Und vom Format her dürfte das A3 sein, wenn ich mich nicht irre. Und wie so oft haben wir dann als letzten Boxinhalt noch ein Shirt. Und zwar lesen wir hier unten Casey Rebel, Banger Rebellieren. Oben, relativ schwer zu lesen, haben wir hier noch Banger Musik präsentiert. Neckprint haben wir keinen. Und dann haben wir mittig groß einmal bzw. zweimal Casey Rebel abgebildet. Hier wieder in dieser Halbmensch, Halbmaschinenoptik, da biomechanisch, wie auch immer. Mächtiger Aufdruck. Das Ganze in weiß und schwarz. Wir haben es zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Honduras. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße Shirt mit dem schwarzen Aufdruck. Oben lesen wir in relativ kleiner Schrift Banger Musik präsentiert. Dann haben wir hier in schwarz groß abgebildet, einmal, zweimal Casey Rebel in dieser Terminator-Optik und darunter lesen wir Casey Rebel, Banger, Rebellieren. Wie gesagt, farblich relativ schlicht gehalten in weiß und schwarz und dieser Aufdruck aber dafür umso mächtiger, umso detaillierter und größer. Also das ist echt, echt heftig vom Druck, was hier alles an Detailarbeit zu sehen ist. Gefällt mir von der Optik gut. Auch wenn ich jetzt nicht so der krasse Terminator-Fan bin oder das Motiv, das Cover jetzt allgemein nicht so ansprechend finde, aber das kann man in meinen Augen trotzdem anziehen, das Shirt. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann das Poster im Format A3, einseitig bedruckt im Hochformat, die Autogrammkarte, der Banger Musik Sticker, quadratisch und natürlich das Album an sich, Banger Rebellieren von Casey Rebel in diesem Sonder- oder Spezial-Super-Jewel-Case inklusive Instrumental-CD.
Das alles in dieser wunderbaren Box. Banger Rebellion von Casey Rebel. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Casey Rebel unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.